Heute erkläre ich euch die E-Mail-Änderungsfunktion von einem Stealth-Phone und warum gerade diese Funktion so wichtig ist. Wer meine vorherigen Videos beobachtet hat, der weiß, dass die E-Mail-Nummer die Seriennummer vom Handy ist und die IMSI-Nummer die Seriennummer von der SIM-Karte. Diese beiden Nummern bleiben das ganze Lebenszyklus über gleich und mit beiden Nummern bist du eindeutig identifizierbar. Wie so oft im Leben ist es eine schlechte Entscheidung, vorhersehbar und auch berechenbar zu sein. Und genau mit gleichbleibender E-Mail-Nummer tritt beides in Kraft und du machst dich wieder mit vielen Methoden angreifbar. Wenn wir zur Abhörung kommen, welche Wichtigkeit haben die E-Mail- und die IMSI-Nummern? Es gibt zwei Methoden, wie eine Überwachung von einem Handy stattfinden kann. Der erste ist im Zufallsmodus. Im Zufallsmodus wird ein Gebiet eingekreist und es werden wahllos alle Verbindungsdaten festgehalten und es wird eine ganze Datenbank erstellt voller E-Mail- und IMSI-Nummern. Wenn die Datenbank komplett ist, kann man zum zweiten Schritt übergehen und das ist dann der Zielmodus. Im Zielmodus wird dann verglichen. Ich muss die Ziel-E-Mail-Nummer kennen oder IMSI-Nummer und danach kann ich mit meiner Datenbank vergleichen. Wenn es zu einer Übereinkunft kommt, dann kann jetzt angefangen werden zu filtern. Es wird somit alles gefiltert, aufgezeichnet und gespeichert. Jetzt ist die Frage, wurdest du als Ziel identifiziert und kam es zu einer Übereinstimmung? Wenn ja, bekommst du das in den meisten Fällen gar nicht mit, außer du benutzt ein Stealth-Phone. Nachdem du jetzt weißt, welche Wichtigkeit die E-Mail und die IMSI-Nummer haben bei einer Überwachung von mobilen Telefonen, kommen wir zu der Frage, wie kann ich mich schützen? Ich werde dir zwei Methoden präsentieren. Die eine ist praktisch, die andere ist unpraktisch. Fangen wir mal mit der unpraktischen Variante an. Mit Sicherheit hast du schon mal was von Wegwerfhandys mitbekommen oder von sogenannten Burner-Phones. Wegwerfhandys sind Handys, die du nach kurzem Gebrauch direkt wieder entsorgst. Du machst es kaputt, schmeißt es weg und dazu brauchst du jeweils ein Handy, ein Wegwerfhandy und eine Wegwerf-SIM-Karte. In der Realität ist das aber ziemlich umständlich, da du dir jederzeit ein neues Handy besorgen musst, eine neue SIM-Karte. Und als Hinweis kann ich dir nochmal mitgeben, es bringt nichts, wenn du nur eine Komponente von beiden änderst. Also damit meine ich, es bringt nichts, wenn du nur das Handy änderst und die SIM-Karte gleich bleibt. Es bringt auch nichts, wenn du deine SIM-Karte änderst, dafür dein Handy gleich bleibt. Diese E-Mail-Abhörung, die findet noch oft statt, weil es wird davon ausgegangen bei einer Abhörung, dass das Telefon die Komponente ist, die als letztes gewechselt wird. Warum? Weil sie am kostenspieligsten ist. Eine SIM-Karte ist schneller zu besorgen und ist günstiger zu besorgen, als jedes Mal ein neues Handy zu besorgen. Ein Handy ist dort schon etwas kostenspieliger. Wegen diesem Preisfaktor geht man davon aus, dass die E-Mail-Abhörung die effektivste ist. Die praktische Lösung dafür ist, wenn du ein Stealth-Phone benutzt, um dich zu schützen, da Stealth-Phones E-Mail-Änderungsfunktionen besitzen. Diese E-Mail-Änderungsfunktion gibt es in vier Einstellungsmöglichkeiten. Die erste wäre, dass für jeden Anruf eine neue E-Mail-Nummer generiert wird, die du dann fortlaufend benutzt. Also bei jedem Telefonat hast du eine neue E-Mail-Nummer und als Schlussfolgerung bist du für diese Datenbank nicht mehr ersichtbar und du kannst durch Abhörmaßnahmen nicht mehr getroffen werden. Jetzt werde ich euch mal die E-Mail-Änderungsfunktion bei einem Stealth-Phone präsentieren. Und zwar fragen wir als erstes die E-Mail-Nummer ab. Die E-Mail-Nummer endet auf 235. Okay. Wenn wir jetzt einen wahllosen Anruf starten. Und jetzt prüfen wir nochmal die E-Mail-Nummer. Die E-Mail-Nummer endet auf 987. Das können wir jetzt nochmal versuchen mit einer anderen Nummer. The number you have dialed is not assigned. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Okay. Die Nummer ist nicht vergeben. Wenn wir jetzt nochmal die E-Mail-Nummer abfragen. Wenn wir jedes Mal ein anderes Ergebnis bekommen, 595. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bitte abonniere diesen Kanal, hinterlasse einen Kommentar, schreib uns eine E-Mail oder kontaktiere uns über Instagram, falls du Fragen hast. Wir freuen uns jederzeit über Rückmeldungen. In diesem Sinne, pass auf eure Daten auf und wir hören uns beim nächsten Mal.